what the fuck? Neuwert wäre er bei 325 Euro. Gold ist doch... Was? Ist es das, was ich denke? Vor einigen Monaten habe ich versucht, verlorene Koffer zu ersteigern und den Inhalt weiterzuverkaufen. Und es hat, sagen wir mal, mäßig geklappt. Nicht mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall schon damit gerechnet, dass nicht so die krassesten Wertsachen da drin sind. Es lohnt sich, ich denke, in den meisten Fällen nicht vom Preis her. Leider Fakt, an Flughäfen gehen häufig Koffer verloren. Wenn die Fluggesellschaft es innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nicht schafft, den Besitzer ausfindig zu machen, geht der Koffer automatisch in ihren eigenen Besitz über. Und jetzt kommt der spannende Teil, diese Koffer sind dann zu ersteigern. Ich starte heute einen erneuten Versuch, mache bei den Auktionen mit und werde hoffentlich diesmal mehr Glück haben mit dem Inhalt. Was glaubt ihr? Ist diesmal was Brauchbares für mich oder für den Weiterverkauf dabei? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. Wir wollen dieses Jahr noch die 350.000 Abonnenten knacken. Lasst auch ein Like und ein paar Kommentare für den Algorithmus da, das würde mich sehr supporten. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Was geht ab, Leute? Es war mal wieder soweit. Wir haben mal wieder bei einer Kofferauktion mitgemacht. Wie das Ganze abläuft, ich erkläre euch das mal im Schnelldurchlauf. Ich habe es ja beim ersten Koffervideo ein bisschen genauer erklärt, deswegen jetzt hier nur so kurz. Es funktioniert eigentlich wie eBay. Man wartet halt, bis die Auktion zu Ende geht und dann versucht man halt der Höchstbietende zu sein. Und wenn man halt am Ende jemanden überbietet, dann hat der andere aber noch so 2 Minuten Zeit, nochmal höher zu bieten. Also wirklich klassisch wie eine Auktion halt. Ich habe jetzt leider nicht mitgefilmt, wie ich die Koffer ersteigert habe, weil ich in dem Moment unterwegs war. Ich habe das alles auf meinem Handy gemacht, relativ stressig. Aber wir haben 2 bekommen und noch 2 andere Sachen bekommen. Ich wollte ursprünglich auf jeden Fall einen Primova-Koffer haben. Ich habe dann aber gesehen, die Auktion von dem Koffer lief noch 2,5 Stunden und der war zu dem Zeitpunkt schon bei 400 Euro. Der war nur 8 Kilogramm schwer, also wie kommt dieser Preis zustande, fragt ihr euch. Primova ist einfach einer der krassesten Koffermarken und dieser Koffer allein an sich ist schon mega teuer. Deswegen kann man halt eben auch erwarten, dass in diesem Koffer auch teure Sachen drin sind, weil, ne... Checkt ihr schon. Deswegen, ich wollte ihn unbedingt haben, aber dann waren mir 400 Euro doch zu viel. Der war locker am Ende irgendwie bei 600, 700 Euro. Dafür habe ich aber einen Swissgear-Koffer bekommen. Auch kein schlechter Koffer für ganze 340 Euro am Ende. 17,2 Kilogramm, also relativ schwer. Und einen Koffer mit 4 Rollen, No Name, 15,6 Kilo, 230 Euro. Der sah einfach optisch sehr, sehr nice aus und deswegen habe ich gedacht, okay, kaufe ich den. Und ja, ansonsten habe ich noch 2 Apple AirPods Pro gekauft für 165 Euro und 3 AirPods für 160 Euro. Die sind nicht geprüft. Das heißt, ich hatte keine Ahnung, ob die fake sind, ob die funktionieren. Ich habe es einfach mal auf risky gemacht, denn ich habe mir gedacht, okay, 2 AirPods Pro für nur 165 Euro, also 80 Euro jeweils, ist schon ein sehr krasser Schnapper. Und wenn die halt noch echt sind und funktionieren, dann kann man damit auf jeden Fall Geld machen. Das war sozusagen meine Ausbeute. Ich habe, glaube ich, insgesamt 1.100 Euro überwiesen mit den ganzen Prozenten und Versandkosten und so. Also relativ teures Geschäft an der Stelle. Und ja, Mann, jetzt geht's zum Auspacken. Ein paar Tage sind vergangen, wir haben pünktlich Post bekommen, wie ihr sehen könnt. Über 1000 Euro sind hier drin und wir gucken, ob wir irgendwas davon resellen können. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir Plus machen am Ende des Tages, aber es kann natürlich sein. Wir hatten ja einmal das große Glück, habt ihr ja schon gesehen. Ich habe sogar schon fast vergessen, was hier drin ist, deswegen machen wir einfach mal hier auf. Oh, hier ist der Swissgear 340 Euro Koffer drin. Das heißt, das ist der teurere Koffer. Machen wir erstmal den nur 240 Euro Koffer auf. Okay, wir haben es geschafft. Er sieht aber wirklich ziemlich edel aus, oder was sagst du? Schwarz matt. Will ich schon rocken, den behalte ich auf jeden Fall. Ah. Scheiße, ich habe keine Handschuhe gekauft. Egal, wir waschen danach Hände. Ich sehe hier schon, okay. Leider erkenne ich die Marke nicht. Stand auch nichts in Fundsachen drin. Aber wir gucken mal rein. Ich sehe hier schon ein Parfüm, das ich kenne. Okay, das ist eine Decke. Leute haben sich in den Kommentaren bei der letzten Folge gestellt, dass ich immer dran rieche, aber ich bin immer so neugierig. Eine Tasche von Fritzi aus Preußen. Sagt mir jetzt nichts. Drin ist ansonsten nur ein Stift. Ja, muss ich mal googeln, ob das irgendwas wert ist. Blende ich an der Stelle mal ein, ob es was wert ist. So, wir haben eine Hose von Armani. Hier ist das Armani-Logo. Könnte auf jeden Fall was wert sein. Und ansonsten, was haben wir hier? Eine Hose von MNG. Wahrscheinlich nichts Besonderes. Okay, ich überlege gerade, ist das wirklich ein Frauenkoffer oder ein Männerkoffer? Es riecht ziemlich weiblich. Nee, guck mal, hier ist ein Zara-Hemd. Man merkt also, die waren schon ziemlich im Sommerurlaub, ne? Wait. Okay, das ist ein gemixter Koffer, oder? Ich glaube, das ist ein Paar oder sowas. Bro, jetzt, daran müffelt es aber jetzt nicht. Ja, machen wir nicht. Was ist das hier? Das ist ein Top. Zara-Top. Alter, what the fuck? Meine Ex-Freundin hatte auch immer solche Tops. Und ich dachte mir so, Digga, wie passt du da rein? Bruder, das ist doch ein Kinder. Eine Kindergröße, Alter. Kann man das stretchen? Ja, man kann es ja übelst. Ja, okay, S ist schon ziemlich klein, aber wollen wir mal nicht weiter dran spielen, ne? Finde ich schon übel wild, dass da. Ist das eine Unterhose, Bro? Oder. Ich weiß es wirklich nicht, Digga. Was ist? Ich will auch nicht abwerten klingen, Bruder, aber ich weiß ja nicht. Nee, ist kein Bikini.
oder? Digga, da sind auch Haare drin. Was? Siehst du das? Oh, da unten, Digga, da unten. Ja, komm, pack gleich. Ey, ich glaube, nee, es sind keine Schamhaare, Mann. Scheiß drauf. Das ist ganz komischer Stoff, habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben einen Schal, richtig gut. Wir haben hier einen Kulturbeutel. Sieht auch sehr edel aus von Menso. Mal gucken, ob der was wert ist. Das ist ein Lederding. Ziemlich viel drin. Boah, ziemlich viele Frauensachen. Augentropfen, glaube ich. Bepanthen. Das ist schon ruhiert, dass wir da so... Das ist halt übel in die Private rein. Aber ja, das geil. Stimmt. Ja, aber dazu muss man auch sagen, wir kennen ja die Person nicht. Das wäre was komplett anderes, finde ich, wenn ich die Person kenne und ein Bild vor Augen habe und sowas. Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr findet es nicht schlimm. Wenn doch, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber du hast auch dafür halt bezahlt. Also muss man auch sagen. Auf jeden Fall, ja. Das Ding ist aber auch an dieser Stelle, das ganze Koffergame hat für mich auch einen sehr komischen Beigeschmack. Ich will nicht wissen, was für Leute zum Beispiel bei Kinderkoffern einkaufen. Weißt du? Irgendwelche Pedos, die an so Kindersachen schnüffeln und sowas. Also das ist schon ziemlich räudig. Ich mache es wirklich nur fürs Video, sonst würde ich es nicht machen. Generell ist auch einfach interessant, was hier so verloren wird, ne? Guck mal hier, Chanel. Oder ich muss es auf jeden Fall mal Leuten geben, die sich damit auskennen. Denn ich habe nämlich keine Ahnung. Wir haben jetzt gerade nur Chanel gesehen. Und diese wunderschöne Nadelschere. Wir haben hier Creme. Ja, ist unpacked. Mal gucken. Riecht auch gut. Jésolé, wir haben einen Roman. Die No-Name-Marke. Was ist denn das? Das ist so eine Walking-Hose, ne? Okay, was haben wir hier noch? Vom Mann. Und Schuhe. Schuhgröße 39. Lassen wir auch mal so stehen. Und wir haben hier noch ein Abendkleidchen. Bro, okay. Und noch ein, ich glaube, das ist ein Tanga, oder? Von Calvin Klein. Ja, das ist so eine Unterhose von Calvin Klein. Ansonsten, Club Thomas, okay. Wow, Schmuck. Also, wir schauen uns das nochmal in Ruhe an. Also, ich muss nochmal natürlich abchecken, ob das hier irgendwas wert ist. Aber die ein oder anderen Sachen kann man auf jeden Fall schon mal gut resellen. Wir haben hier ein Bikini. Was ist das für ein Parfüm? Wow, what the fuck? Bro, das trägt Justin. Es ist halb leer. Tom Ford Fabulous ist ein richtig, richtig beliebter Duft. Wir haben das Tom Ford Fabulous Parfüm. Es gibt ein fucking Fabulous, das Neuwert 325 Euro wert ist. Mindestens. Aber das normale Fabulous... Der hat auch diesen roten Strich. Du musst auch diesen roten Strich haben. Der war da davor. Ich bin gerade sehr verwirrt. Das sollte fucking Fabulous sein. Oder das ist ein Fake-Duft. Okay, ganz, ganz komisch irgendwie. Hier wird angezeigt, dass nur die 30 und 50 Milliliter fucking Fabulous Flaschen diesen roten Strich haben. Und sobald es 100 Milliliter ist, ist da fucking statt der rote Strich. Heißt, entweder ist das eine alte Version oder es ist ein Fake. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Fake ist, Mann. Koffer sah schon ziemlich gehoben aus. Ich finde diesen Duft nicht genau in dieser Form. Neuwert wäre er bei 325 Euro. Wir könnten locker diese halbe Flasche für 150 Euro verkaufen. Wenn das echt wäre. Ist auch ziemlich schräg hier eingeklebt, ne? Wie soll ich aber jetzt herausfinden, ob das jetzt fake ist oder nicht. Justin fragen. Ich ruf mal Justin an. Hey Justin, wenn du darauf reagierst, sag mal gerne Bescheid, Mann. Und ansonsten haben wir noch hier Cartier Parfüm, auch fast leer. Ist ein Standardparfüm. Oh, schönes Sommerkleidchen. Hier sind, glaube ich, nur Taschen noch. Boah, noch ein Kulturbeutel vom Mann. Schuhe für 130 Euro kosten die Schuhe? Da ist das Preisschild noch dran. 130 Euro. Sandro Paris. Sieht sehr, sehr stark auch aus, ne? Die sind auf jeden Fall nicht arm. Deswegen hoffe ich, dass das Parfüm nicht gefaked ist. Hier ist wieder eine Unterhose von der Frau. Hier haben wir wieder noch ein Tanga, Alter. Ich meine, beim letzten Mal, als ich die Koffer aufgemacht habe, waren da keine Unterhosen drin. Was ich ganz gut fand. Persönliche Schutzmaske, perfekt. Ganz viel Unterwäsche, Unterwäsche. Junge, wie viel Unterwäsche hat sie mitgenommen? Und ein Anglerhut. Gott, das ist doch... Was? Ist es das, was ich denke? Ja, ich glaube, das ist ein Leselicht. Ja, man hat ja auch Bedürfnisse. Nicht falsch verstehen, Freunde. Völlig normal, völlig legitim, dass man sowas mit dabei hat. Ich fand es nur gerade sehr, sehr überraschend. Bevor wir weiter gucken, schauen wir mal in den anderen Kulturbeutel rein. Ja, obviously vom Mann hier. Thermalwasser, Bro. Okay, krass, Digga. Sorry, Mann. Boah, der Mann ist auch ziemlich gepflegt. Conditioner. Hier ist ein Zahnbürste. Das sieht auch ziemlich teuer aus. Daily Moisture. Und ein Rasierer. Was kann ich zu diesem Koffer sagen? Sehr, sehr aufregend. Ein, ich würde sagen, junges Paar, welches sehr viel Spaß hatte. Umso mehr schade, dass der Koffer hier verloren gegangen ist. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen zum auf jeden Fall teureren Koffer von Swiss Gear. Wir machen weiter. Oh, der Koffer ist ziemlich schwer. Ach Leute, lasst doch an der Stelle gerne mal ein Like da, wenn ich mehr Koffer aufmachen soll. Das Ganze macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Swiss Gear, keine schlechte Marke. Deswegen umso gespannter, wie der Koffer jetzt ausschaut. Und der sieht vom ersten Blick her ziemlich gut aus. Hier ist ein Rasierer drin, der Englisch und Spanisch kann. Der hat den in Spanien gekauft oder so. Voll schade, Alter. Der hat den Rasierer gekauft, in den Koffer getan und dann verloren. Das riecht sehr streng, ne? Das riecht nach Chlor. Wir haben einen Lacoste. Oh, rockig, Bro. Ja, ehrlich, Drip. No joke. Ja, okay, wenn ich die verkaufen kann, es sieht ich auch kaufe ab, Digga. Sieht auch ziemlich echt aus, ja. Okay, wir machen mal schnell Durchlauf. Wir haben ein, was ist das Oberteil? Oh, ich dachte gerade Versace. Nee, Jessica, C&A, okay. Pull and Beer, Tasche, auch wieder eine Frau, ja. H&M, Sport, sportlich unterwegs, bla bla, Oberteile, Basic-Oberteile, braucht keine Sau. Boah, wie viel haben die dabei gehabt, ey? Oberteile sehen ziemlich basic aus. Nichts Markenmäßiges, ja, ziemlich viel H&M. Wir haben wieder Pull and Beer, aber gucken wir mal den Style an. Time is okay. Sommerlich auf jeden Fall. Wir haben wieder Sommerkleider, ansonsten hier, zack, zack. Kulturbeutel, zwei Kulturbeutel, noch
was? Oha, okay. Das wird interessant. Aber davor schauen wir erstmal in den anderen rein. Der hat einen Hummer oder Garnelen. Digga, wo war der? 1 Million. Wer kennt 1 Million? Oh, wahrscheinlich beim Duty Free gekauft am Flughafen. Ungeöffnet. Können wir auf jeden Fall verkaufen. Werden wahrscheinlich nur 30, 40 Euro sein. Never stop exploring. Oh, der North Face T-Shirt. Wir haben ein Nachthemd, wir haben noch ein Hemd. Aber von welcher Marke ist das Hemd? Zara. Ja, Markenklamotten sind es nicht. Oh, Alter, der Koffer ist ziemlich voll, Mann. Nike Air. Ey, ziemlich gut erhalten noch. Tommy Hilfiger, sehe ich gerade. What is this, man? A drip. Aber ich denke nicht, dass er irgendwas bei rausspringen kann. Ziemlich viel Basic wurde hier getragen. Einzig Interessante ist jetzt noch hier der Kulturbeutel und Kostüm. Wir gehen jetzt aber mal zum interessanten Part. Oh, Victoria's Secret. Ih, das klebt voll. Ja, okay. Gillette zum Rasieren. Auch ziemlich viele Standardprodukte. Hydra-Maske. Nee. Das geht alles in die falsche Richtung. Ihhh. Die ist auf jeden Fall unsauberer. Da klebt alles drin. Aber schauen wir mal in den zweiten rein. Das ist wahrscheinlich der Schminkbeutel. Oder auch nicht. Noch mehr Skincare. L'Oreal Hydra Genius. Wir haben hier schäumiges Reinigungsgel. Sephora. Nee, auch nichts. Leider. So. Hier ist aber Schminke. Ah, Nagellack. Wake Up. Okay, in Gelb. Aber wird auch nicht was wert sein, ne? Wenn jetzt hier nicht die Schminksachen drin sind. Schminksachen. Haben wir irgendwas? Nee. Sieht auch nicht so gut aus, ne? Das ist es nicht. Schade, Mann. Okay, Leute. Ich wurde vom zweiten Koffer auf jeden Fall enttäuscht. Der erste Koffer hat auf jeden Fall mehr Potenzial, dass wir da irgendwas verkaufen können. Nach wie vor frage ich mich, welche Leute das verloren haben. Okay, Leute, es ist nun einige Zeit vergangen. Ich habe versucht, einzelne Bestandteile des Koffers zu verkaufen und es hat weniger gut geklappt, muss ich am Ende des Tages leider sagen. Wir kommen erstmal zu dem uninteressanteren Koffer, der aber deutlich teurer war. Das war hier dieser... Boah, ich bin zu schwach dafür. Rosane Swissgear-Koffer. Der hat ja nicht so viel Beute erbracht. Konnte eine Sache verkaufen, und zwar das 1 Million-Parfüm für 40 Euro. Das kostet im Original 50 Euro. Das, was wir hatten, war ja komplett ungeöffnet, auch noch verpackt und sowas. Ja, ansonsten haben wir hier noch, ich habe gesehen, dass diese Skincare noch ungeöffnet ist und die kostet 40 Euro im Original. Habe ich auch reingestellt, habe ich aber leider nicht verkaufen können. Genauso wie hier bei dieser Lacoste-Tasche. Die kostet hier auch im Retail 70, 80 Euro etwa, habe ich aber auch keinen Verkäufer mit finden können. Ja, ich muss nicht mit den Preisen noch runtergehen und so. Aber derzeit haben wir auf jeden Fall Minus mit dem Koffer gemacht. Wer hätte das gedacht? Jetzt kommen wir aber zu dem deutlich interessanteren Koffer. Unter anderem mit dem Tom Ford Fucking Fabulous Parfum. Das war das erste, was ich gemacht habe. Natürlich abgecheckt, ob das Parfum echt ist. Thema Tom Ford Fucking Fabulous. Um das natürlich herauszufinden, ob das ein richtiger, echter Duft ist, habe ich natürlich den Sparfuchs gemieden und ein originales Tom Ford Fucking Fabulous in 30 Milliliter Variante gekauft, denn ich habe gesehen, Douglas verkauft Fucking Fabulous für 160 Euro 30 Milliliter. Also könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie viel 100 Milliliter ein Original kosten. Ich war ja sehr, sehr confused. Ich bin es immer noch, denn ich habe immer noch keine richtige Lösung gefunden. Deswegen machen wir jetzt einfach mal die originale Verpackung auf. Ich weiß nicht warum oder bei welchen Varianten der rote Strich ist. Auf jeden Fall ist bei irgendeine Variante ein roter Strich dabei. Ihr seht hier, hier ist es doch relativ symmetrisch, der Kasten. Und hier ist es schon sehr asymmetrisch. Aber vom Aufbau und vom Stoff her auf jeden Fall gleich. Ich trage mal das Fake erstmal auf. Dann lassen wir das mal kurz einwirken. Es riecht ähnlich, muss ich schon sagen. Aber das riecht erstens wesentlich besser und zweitens auch anders. Also das Original. Ja, aber das hier hat so einen leichten Nachzug, der nicht so angenehm ist. Doch, schon plastikmäßig, muss ich sagen. Okay, aber du musst mal riechen. Ich habe gerade zu viele Düfte in meiner Nase. Wie sehe ich gerade aus? Sieht super aus. Riecht schon anders. Ja, ne? Ja. Also es riecht auch besser. Ich könnte jetzt nicht unterscheiden, was dann Fake oder Original oder so wäre. Das riecht anders. Riech mal hier nochmal dran. Mach einen gewaltigen Sniff. Dieser Nachgang ist irgendwie so komisch, finde ich. Ja, hier riecht es auf jeden Fall besser. Ist aber trotzdem ein bisschen ähnlich, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Original ist, allein von der Verpackung her. Sehr, sehr schade. Wäre natürlich umso geiler gewesen, wenn das Original wäre, weil damit hätten wir gut Cash machen können. Erstmal, was ich verkaufen konnte, und zwar überraschenderweise eine Cap von Anine Bing. Ich habe mal gegoogelt, ich kannte die Marke davor nicht. Die kostet im Retail 50 Euro. Ich habe die tatsächlich für 30 Euro losbekommen. Und dann habe ich auch noch Skincare verkaufen können. Die Packung war auch ungeöffnet und dann habe ich auch gegoogelt und sogar gesehen, dass es eine ziemlich teure Skincare ist. Kannte ich davor auch noch nicht. 70 Euro kostet die im Retail. Meine war komplett ungeöffnet, habe ich für 60 Euro verkaufen können. Ich habe hier noch einige Sachen rumliegen, die ich noch verkaufen könnte. Hoffe, dass ich sie verkaufen kann. Das sind einmal diese Schuhe hier. Wir haben ja hier gesehen, die kosten 130 Euro. Dafür habe ich aber noch keinen Verkäufer finden können. In diesem Kulturbeutel war ja dieses Chanel-Ding drin. Ich habe vergessen, wie das heißt. Bitte an alle, die sich damit auskennen, schreibt es in die Kommentare. Ich habe herausgefunden, was auch sehr logisch ist, dass man so Schminksachen nicht weiterverkauft oder so Schminke generell nicht gebraucht verkauft, weil es halt sehr unhygienisch ist. Ne? Also macht Sinn. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Deswegen kann ich da nichts von verkaufen. Wir haben hier noch einen Sandro Paris Crop Top. Ist relativ viel wert. Ich habe leider vergessen, wie viel, aber ich habe es nicht verkaufen können.
Es tut mir leid. Ja, Mann, und das soll es aber auch von diesem Koffer gewesen sein. Die Unterwäsche möchte ich irgendwie nicht verkaufen. Leider hat sich in dieser Folge das Resellen von dem Koffer nicht gelohnt. Für die Erfahrung war es super. Freunde, lasst ein Like dabei. Ich sag mal, 10.000 Likes machen wir jeden Monat eine Folge, denn es ist super interessant. Ich feiere das Format. Wenn ihr es auch feiert, dann lasst ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die AirPods verkauft haben, klickt hier drauf. Wenn ihr die erste Kofferfolge schauen wollt, klickt hier drauf. Lasst ein Abo da. Haut rein, Leute. Und ciao.